hier. Einfach nur Spaß. Oh mein Gott. So. So weit rausschneiden? Echt jetzt? Hoschkel ist bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's wieder um mein BMW. Da muss natürlich noch viel gemacht werden. Apropos viel gemacht werden, hier. Wir werden heute Seitenwand erneuern. Oder besser gesagt, wir werden es probieren. Die Leute, die mich kennen, die wissen, Karosserie ist nicht mein Ding. Ich habe die Sachen schon bestellt. Guck mal, wie geil das aussieht. Aber das Ding stört mich hier. Seht ihr das hier? Das geht ja gar nicht hier, ne? Hier, das Ding ist komplett durch, die sieht es ja. Ja, wir wollen natürlich die Felgen nicht beschädigen, deswegen kommen die ab. Hier sieht es eigentlich mal nicht schlecht aus. Kann sein, dass wir das erstmal nicht machen. Hier haben wir nicht so viel Rost, vielleicht lassen wir das auch so. Ich habe aber beide Seiten bestellt. Die sind auf jeden Fall angekommen, wie sie so sind, ne? Noch nie gemacht. Ich komme hier aus Witten und Witten ist so eine kleine Stadt. Und da hilft man sich natürlich untereinander, ne? Da hat mich eine Werkstatt angerufen und hat gesagt, Yunus, ey, bei uns funktioniert das Schweißgerät nicht. Kannst du uns kurz deinen ausleihen oder können wir das kurz bei dir schweißen? Da habe ich gesagt, klar, komm vorbei. Und er kam hier hin. In einer Stunde hat er so ein Blech reingeschweißt und es war Wahnsinn. Die Technik, die er da angewendet hat, es sah einfach alles simpel aus. Und das werde ich heute auch probieren. Ob das klappt, ist eine andere Sache, aber ich probiere es. Oh. So sieht das aus. Bis hierhin. Aha. So. Boah, so weit rausschneiden. Echt jetzt? Aha. So. So ist natürlich geil. Jetzt hat er auch was, ne? Dieses Silberne. Hier durch und dann muss nochmal hier komplett weitergeführt werden. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, wie du siehst. Das Ding passt auch nicht zu 100%. Aber muss ich das Ding jetzt echt bis dahin ausschneiden? Okay, die Seite ist super, ne? Also ich will echt ungern was ausschneiden, was nicht notwendig ist. Das ist natürlich eine Schwachstelle bei dem, ne? Bei E3. So. Aber ich muss sagen, so beulentechnisch ist der eigentlich gut, ne? So Bearbeitung finde ich das mal nicht schlecht. Hier sieht man, dass es halt so ein bisschen gewölbt ist, aber ist okay. Ich habe, glaube ich, für beide knapp 100 Euro bezahlt. Was jetzt für mich wichtig ist, Stoßstange hinten muss ab. Der Seitenstelle, das gucken wir uns später an. Brauchen natürlich die Reifen ab und danach werde ich das so machen, wie dieser Kollege das gemacht hat. Das typische Stellen. Hier oben rostet der auch. Ja, hier oben rostet der. Ne, bis dahin kommen wir gar nicht. Ja, wie ist denn die andere Seite? Stimmt. Mit dem Tankdeckel würde mich jetzt mal interessieren. Ja, okay. Da sehe ich schon, das kommt bis zum Tankdeckel. Weil alleine das zu schaffen. Thank you.
sowas sieht, Fuschen dauert doch schon länger. Warum machen die das denn so? Ah ja. Egal. Das Ding war nicht mal fest. Auch gut. Ach, einfach geklebt, sehe ich. Ja. Wird interessant, das Ganze. Ah, hier ist gut, hier ist nicht gut. Einfach Styropor rein hier. Spachtelmasse. Ach, ist ja noch mehr. Ja, kann man machen. So, jetzt frage ich mich, konnten die von hier bis hierhin kein Blech reinschweißen? Ganz ehrlich, konnten die das nicht? Schon so eine Scheiße zu machen, verstehe ich nicht, ehrlich. So soll das am Ende aussehen. Natürlich flach. Klar. Ich glaube, so hoch werde ich aber auch nicht schneiden. Ich werde, glaube ich, eher tiefer gehen. Also hoch möchte ich gar nicht schneiden. Weil wenn ich das versauen sollte, dann sollte es hier irgendwo passieren. Ja, da drüben sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Hier. Aber bis dahin ist alles durch. Ihr seht ja auch hier, ne? Da müssen wir auch machen. Das ist jetzt auch nicht wild. Wir werden erstmal bis hierhin machen. Und den Rest werden wir eh abschneiden müssen. Das heißt, Plan ist erstmal bis hierhin. Ihr seht, das Ganze muss auch noch richtig eingestellt werden. So viel Spalt möchte ich erstens nicht haben und zweitens, die Linie soll nicht flöten gehen. Da muss auf jeden Fall noch viel höher. Ist klar, weil da muss erstmal geschnitten werden, damit wir das auch höher machen können. Wir werden jetzt erstmal Pi mal Daumen abschneiden. So, wo ich ungefähr vorstelle, wie wir das machen. Und danach werden wir das Ganze, ja, versuchen dran zu schweißen. Aber das wird hart. Hier haben wir weniger Spalt. Was auch noch nicht perfekt ist, also der ist auch noch nicht ganz perfekt. Ach, hier muss man echt bearbeiten. Ja, ich habe auch ein paar Sachen hier gesehen, zum Beispiel. Hier haben wir Rost, übliche Stellen. Wasser kommt hier hin, sammelt sich hier an und dann rostet das Ganze. Ja gut, aber so sieht das ungefähr aus und so versuche ich mein Bestes. Also ehrlich, steinigt mich nicht. Wenn ich das nicht schaffe, aber ey Leute, mein Gott, wenn ich das nicht schaffe, wird das der Lackierer bekommen und dann machen wir das vernünftig. Aber ich will es selber machen. Ich habe Bock, das Ding zu machen. Okay, Bock habe ich nicht, aber so ein bisschen. Ihr versteht, was ich meine. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, okay, wenn er jetzt schon so viel. Aha, guck mal. Ah, okay, der hängt aber gar nicht richtig drauf, ne? Sehe ich. Achtet mal hier. Achtet mal da. Aha, ah, der muss noch ganz Stück nach vorne.
Ich versuche das gerade mal nochmal einzustellen. Millimeter, was halt da fehlt, ne? Ja, genau das fehlt da. Kriegen wir hin. Aha. Ja, das sieht hier natürlich nicht gut aus. Ja, dann kommt er wieder raus, ne? Aha, 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 aha. Das wird hart, das wird hart. Du. Ich bin echt mal gespannt, wie wir das hier machen. Bu kadar basitmiş mi?